Es ist Januar in Rukakusamo. Minus 30 Grad draußen, wir sitzen rund ums Feuer. Mika, der eine Rentierfarm mit seiner Familie betreibt, hat uns einen Burger gemacht. Natürlich aus Rentierfleisch. Und wir übernachten hier heute in seinem Reindeer Nook. Das ist ein 30-Fuß-Container, der mitten auf der Farm steht. Die Dunkelheit trügt. Es ist 9 Uhr. Die Tage in finnische Lappland sind sehr kurz. Wir sind verabredet mit Mika, denn der kommt gleich vorbei und wir füttern gemeinsam die Rentiere auf seinem Schneemobil. Bevor wir weiterfahren, hat Mika uns eingeladen, einmal mit einem seiner Rentiere-Schlitten zu fahren. Aber nicht irgendeins, sondern mit dem Lambo. Es geht weiter Richtung Norden. Mit unserem Mietwagen, der übrigens Winterreifen mit Spikes hat, damit wir auf dem vielen Schnee und Eis fahren können, verlassen wir Kusamo und fahren ins 30 Kilometer entfernte Ruka. Ein kleines Dorf, welches als Wintersportzentrum und Skigebiet bekannt ist. Unser erstes Ziel? Ruok Burger, wo wir einen wirklich leckeren Burger essen. Nach dem Mittagessen hat man dann auch nicht mehr viel Sonnenlicht. Also haben wir uns etwas rausgesucht, was in der Dunkelheit vielleicht sogar noch besonderer ist. Arctic River Floating. Das Unternehmen dahinter heißt Ruka Safaris und stellt das gesamte Equipment zur Verfügung, unter anderem einen kompletten Wetsuit, damit auch kein Tropfen des eiskalten Flusswassers an unsere Haut kommt. Worauf wir uns genau eingelassen haben, wissen wir zu diesem Moment noch nicht. Nach einer kleinen Einweisung durch unseren Guide geht es auch schon los. Schritt für Schritt, mit der Hoffnung, dass auch kein Tropfen in unseren Anzug kommt, gehen wir in den Fluss rein und setzen uns ins Wasser. Sobald alle einmal im Wasser sind, gibt unser Guide das Okay und wir lassen uns auf den Rücken fallen, nehmen die Beine hoch und lassen uns den Fluss heruntertreiben, während wir in die Dunkelheit schauen. Ein unglaubliches Gefühl, das ich Monate später noch immer nicht richtig beschreiben kann. Auf jeden Fall magisch. Das war mega. Ich kam mir so richtig relaxed. Alle Muskeln einfach nur. Mega. Am nächsten Morgen haben wir uns dann mit Lisu, unserem Guide für den Tag, in Ruka getroffen. Sie arbeitet bei Ruka Trek und wird mit uns eine Schneeschuhwanderung auf dem Valtavare machen, der mit 492 Metern der höchste Berg der Region Rukakusamo ist. Auf dem Gipfel steht eine kleine Hütte, die früher als Aussichtspunkt für die Feuerwehr diente. Heute kannst du hier bei deiner Schneeschuhwanderung kurz Pause machen und die Aussicht genießen. So, at first, we're to the inner port and you can tie that quite simple, only rolling to the strap and. Das ist Yussi, unser Guide am nächsten Morgen. Wir sind zurück in Ruka und werden heute Eisklettern gehen. Denn mitten im Skigebiet haben sie eine 35 Meter hohe Eiswand erstellt. Dafür haben sie tausende Kubikmeter Wasser den Felsen herunterlaufen lassen, das bei Minusgraden im zweistelligen Bereich ziemlich schnell gefroren ist. Er erklärt uns alles bis ins kleinste Detail. Vor allem die Technik, damit unsere Arme nicht direkt schlapp machen. Denn jeder Anfänger nutzt am Anfang hauptsächlich die Arme statt der Beine. Das mussten wir auch schnell lernen und vor allem mussten wir lernen, dem Equipment zu vertrauen und dass es uns sicher trägt und an der Wand hält. Nachdem ich dreimal die Wand hoch bin, war ich fix und fertig und irgendwie auch ein bisschen angefixt. Auf jeden Fall ein toller Sport. Nach einem langen und wieder anstrengenden Tag lassen wir diesen typisch Finnisch in der Sauna ausklingen. Eine Überraschung wartet an den Tag noch auf uns. Schaut mal, wo wir schlafen durften. Wir durften nämlich die Nacht in der Aurora Hut verbringen. Eine kleine Kapsel,
die auf einem gefrorenen See steht und fast komplett verglast ist. Hier aufzuwachen war ein ganz besonderes Erlebnis. Nachdem wir die Nachricht erhalten hatten, dass wir Kontaktpersonen ersten Grades waren, haben wir einen Tag ausgesetzt und einen Corona-Test gemacht, um sicherzugehen, dass wir niemanden durch unsere Reise in Gefahr bringen. Als wir das Ergebnis hatten, konnte es endlich zu unserem Highlight der Reise gehen. Aber nicht ohne ein kleines Abenteuer am Morgen, denn es hatte über Nacht ordentlich geschneit und wir sind nur mit großer Mühe von unserer Hütte losgekommen. Unser Ziel des Tages ist die Husky-Farm von Timo und seiner Tochter Mila. Sie organisieren als einzige Mehrtagestouren und wir wollen 2 Tage mit ihnen raus. Nach einer Einweisung durch Mila und der Bereitstellung der richtigen Klamotten ging es auch schon los. Je nach Körpergewicht hatten wir entweder 5 oder 6 Hunde an unserem Schlitten und nach einem kurzen Check ging es auch schon los. Das wirklich Surreale: Nach einem kurzen Augenblinzeln waren wir von der Farm schon mitten in der wunderschönen und frisch verschneiten Natur Finnisch Lapplands. Ein wirklich surreales Gefühl, von den Huskies durch diese schneeweiße Landschaft gezogen zu werden. Wir sind durch dichte Wälder gefahren und auf vielen gefrorenen Seen. Wir sind Hügel hoch und runter. Und wenn der Hügel zu steil war, sind wir vom Schlitten abgestiegen und haben ihn hinterhergeschoben. Aber nie, ohne ihn loszulassen, da sie sonst ohne einen weiterrennen würden. Nach einigen Stunden hielten wir mitten im Nichts an, bindeten die Schlitten an Bäume und Mila und ihre Kollegin bauten in Windeseile ein kleines Camp zusammen, machten ein Lagerfeuer und bereiteten uns ein leckeres Mittagessen zu. Selten hat eine Suppe so gut geschmeckt wie hier. Da wir das Essen zu sehr genossen haben, mussten wir auf einmal ganz schnell zusammenpacken. Denn es war 14 Uhr und die Sonne ging langsam unter. Also wieder rauf auf die Schlitten und ab in unsere Hütte, die unser Zuhause für die Nacht werden würde. Als allererstes aber, bevor wir die schweren Schuhe ausziehen durften, durfte jeder anpacken. So ein Camp funktioniert nur mit gutem Teamwork und jeder hat eine Aufgabe. Wir mussten die Hunde von den Schlitten abmachen und ihnen eine Hütte zuweisen. Das Abendessen für die Hunde zubereiten und füttern. Erst dann waren wir dran, beziehungsweise unsere Hütte. Mit einem Eispicken haben wir uns ein großes Loch in den See geschlagen und genug Wasser in 2 große Eimer gefüllt. Der eine war zum Trinken und Kochen, der andere für die Sauna. Genau gehört, hier, mitten im Nichts, hatten wir eine Sauna, die wir nun einheizen würden. Mein erstes Sauna-Bier. Nach diesem wirklich grandiosen Tag gab es obendrauf noch richtig leckeres Essen. Unglaublich, was Mila hier ohne Strom und laufend Wasser für uns gezaubert hat. Nach dem Essen haben wir noch ein großes Stück Holz auf den Kamin gelegt und sind glücklich und hundemüde in unseren Schlafsack gefallen. Neuer Tag, neues Glück und vor allem Kommando rückwärts. Die Hunde mussten morgens wieder gefüttert werden und dann nach einer Verdauungspause an den Schlitten gebunden werden, denn wir mussten wieder zurück zur Farm. Es wartete ein wunderschöner Morgen auf uns, wieder über gefrorene Seen, dichte Wälder und Wege und einem kleinen Mittagessen mitten im Nichts mit Lagerfeuer. Einfach ein Traum. Foxy.
Und so geht jedes Abenteuer irgendwann mal zu Ende. Die letzte Nacht haben wir in einem Hotel verbracht, sind früh ins Bett, um mitten in der Nacht vom Aurora-Alarm geweckt zu werden. Also habe ich mich um Mitternacht noch einmal ins Auto gesetzt, habe die laternengefüllten Straßen des Ortes verlassen und habe die Nordlichter über mir tanzen sehen. Ein genialer Abschluss zu einer wirklich schönen Reise. Am nächsten Morgen sind wir zurück zum Flughafen nach Gusamo gefahren und sind mit der Lufthansa-Maschine zurück nach Frankfurt geflogen. Das war's. Wir sind wieder zurück am Flughafen. Ich hoffe, unser kleiner Film über unsere Woche hier in Finnisch Lappland hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal. Vielleicht kommt ihr bald mehr. Und falls es euch sehr gut gefallen hat, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Wir werden diese Reise als Gruppenreise nächstes Jahr anbieten. Wir haben schon alles mit den Anbietern hier vor Ort geklärt. Wir müssen noch ein Datum finden, bis der Film da draußen ist. Haben wir das Datum, schaut gerne vorbei. Und ja, das war's für den Moment. Wie gesagt, gerne den Kanal abonnieren, falls es euch gefallen hat. Vielleicht kommt bald mehr. Und ja, nicht vergessen. Stay wild. Tschüss, bis bald.